Marode Fassaden, Wasserschäden oder falsch verlegte Böden. Mängel rund ums Eigenheim haben in den vergangenen Jahren sprunghaft zugenommen. Die Bauherren haben das Problem, dass die Unternehmer aktuell sehr volle Auftragsbücher haben und deshalb auf einem sehr hohen Ross sitzen. Genau. Manuela Reibold-Rohlinger ist Fachanwältin für Baurecht und steht jedes Jahr mehreren hundert Bauherren zur Seite. Also muss man mal sagen, dass dieser Pool und alles drumherum von Anfang an unter einem schlechten Stern stand. Und dann gibt es Menschen, die werden so ängstlich und traurig und schwermütig. Die rufen mich dann an, sagen sie, wenn ich Post vom Gericht kriege, da kriege ich Herzklopfen. Windige Verträge, falsche Planungen, immense Schäden, großer Ärger. Die Bauretterin ist oft die letzte Hoffnung, damit aus dem Traumhaus kein Albtraum wird. Bauen ist wunderbar, aber Bauen erfordert eine richtig gute Vorbereitung. Und die meisten Bauherren, die rennen in ihr Verderben, weil sie wirklich nicht gut vorbereitet sind. Manuela Reibold-Rohlinger auf dem Weg zu neuen Mandanten. Ein Fertighaus in Mörsfeld im Donnersbergkreis. Ortstermin. Einen schönen guten Morgen. Hallo, Frau Schiff. Morgen. Morgen. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja. Ah ja, dann geht's schon. Ja, der Bonner geht los. Und dann lassen wir uns die Tür an dem Balzen hier unten. Oh ja. Frank Hemer und seine Eltern, das Ehepaar Schütz, beklagen Schäden an Holzteilen ihres Wintergartens. Haben Sie das geöffnet oder ist es einfach nach und nach abgefallen? Es ist zum Teil abgefallen. Wir hatten natürlich auch das Ganze hier unten halt geschaut, wie schlimm es ist und ein bisschen. Okay, das ist quasi in den Eckbereichen besonders schlimm. Ja. Klärungsversuche mit dem Bauunternehmen blieben bisher erfolglos. Ja, da auch nochmal. Mhm. Wir hatten es dann mehrfach versucht, noch mal mit einer Kontaktaufnahme hinterher telefoniert. Er wurde immer vertröstet, war nicht erreichbar. Dann hat man angefangen, Briefe zu schreiben und am Ende auch mit Fristsetzung und Einschreiben, aber null Reaktion. Mhm. Okay, dann machen wir jetzt offizielles Gutachten, schauen, wie wir hier weiterkommen. Okay. Für das Gutachten hat Manuela Reibold-Rohlinger einen erfahrenen Architekten dabei. Er soll die Schäden dokumentieren und die Ursache bestimmen. So, haben Sie schon so einen ersten Eindruck? Ja, der erste Eindruck ist mal grundsätzlich die Frage, was haben Sie bei Biensenker gekauft? Ein Stück Haus oder inklusive Außenanlagen? Stück Haus. Ein Stück Haus? Genau. Okay, wer hat die Außenanlagen hergestellt? Im Wesentlichen haben wir das selbst gemacht. Familie Schütz hat die Terrassensteine selbst verlegt. Und darin sieht Architekt Martin Berni das Problem. Also das vorliegende Problem ist hier, dass wir Holzbauteile haben im Bereich des Spritzwassers. Dann gibt es eine Holzbaunorm, die sagt in der Regel mindestens 15 cm zwischen Spritzbereich und Holzbauteil. Das ist hier ganz eindeutig unterschritten. Und hier ist jetzt eher, das ist eine juristische Frage, das Problem, hat sie der Hausersteller auf diese Problematik hingewiesen oder nicht? Die Terrasse ist zu hoch. 15 cm Höhenunterschied zum Gebäude wurden nicht eingehalten. Doch von dieser Notwendigkeit wusste das Rentner-Ehepaar nichts. Aber man muss uns doch da aufklären, ja, oder? Wir wissen doch überhaupt keinen Bescheid. Und man lässt aus meiner Erfahrung den Käufer eines Fertighauses mit den Außenanlagen und der Höhenlage komplett alleine. Mhm. Der macht dann was, aber ist sich dieser Problematik hier nicht bewusst. Erst vor 2 Jahren hat die Familie die aufkommenden Schäden bemerkt. Architekt Martin Berni stellt unter den Stützen des Hauses zudem Moosbildung fest. Also es ist hier insoweit ein größeres Problem, weil hier zum Beispiel diese Stütze als tragende Konstruktion befallen ist. Des Weiteren, wir im Augenblick jetzt nicht sicher sind, welche Art von Fäulnisbefall hier drin ist. Und man soll das untersuchen lassen, weil es gibt hier gewisse Pilzbefälle, die nicht angenehm sind, die teilweise sogar meldepflichtig sind. Die zerfallenen Holzteile gefährden die Statik und die Sicherheit der Bewohner. Ich kann auch nachvollziehen, dass hier Angst entsteht, weil man, das ist ja ein großes Bauteil, weiß, dass es statisch nicht in Ordnung ist. Also es muss ausgetauscht werden. Und das müssen wir echt aufklären. Und das ist mit meiner Aufgabe, das zu klären. Der Schaden ist enorm.
Laut Kostenvoranschlag würde ein Austausch der Holzbauteile rund 30.000 Euro kosten. Und der Fertighauslieferant war bisher eher unkooperativ. Vor allem, nachdem sich ein Vertreter der Firma den Schaden bei der Familie Schütz angesehen hat. Also ich mache da jetzt einen Bericht, hat er zu mir gesagt. Das ist ja alles ordentlich und so, ja. Und sie bekommen innerhalb von 14 Tagen Bescheid. Jo, da warte ich heute noch drauf. Das war, wird jetzt ein Jahr. Ne? Hab also oft angerufen und ich wurde dann immer wieder verbunden und nach ein paar Minuten und dann wurde aufgelegt. Also die sagen erstens, Gewährleistung, sind wir lang raus. Deswegen soll es jetzt die Baurechtsanwältin richten. 2005 ist das Ehepaar in ihren Altersruhesitz eingezogen. Nun gefährdet der Schaden an den Holzbauteilen ihre Existenz. Es belastet mich sehr. Also ich bin ja selber auch gesundheitlich stark angeschlagen und durch das noch mehr. Denn ich weiß ja nicht, was noch auf mich zukommt, da ja auch mein Mann krank ist. Und sagen wir mal so, wir müssten dann raus, ja, in betreutes Wohnen. Und sie wollen dann das Haus verkaufen. Ja, das kann ich doch dann gar nicht. Ich habe auch eine blühende Fantasie, muss ich Ihnen sagen. Ich denke dann, wenn man das einer Familie verkauft mit Kindern und es würde was passieren, ich wäre mein Leben nicht mehr froh. In den Bauplänen und Verträgen findet Manuela Reibold-Rohlinger keinen Hinweis auf die nötigen 15 cm Spritzwasserschutz. Ein Versäumnis der Fertighausfirma? Eine juristische Frage, die die Bauretterin noch einige Zeit beschäftigen wird. Ich würde jetzt mal mit diesem Know-how, was ich habe, ein Schreiben versenden. Nicht konfrontativ, sondern kooperativ. Ich sehe mich jetzt hier nicht als Streithelfer, sondern eher als Vermittler. Ja. Weil für Sie ist die beste Lösung, wenn das einvernehmlich geregelt wird, Sie vielleicht sagen, okay, einen Teil übernehmen wir, ja, aber eben nicht alles. Weil das ist alles besser, als wenn Sie jetzt wirklich in den Streit gehen. Weil versprechen kann ich das erstmal nicht, ob das Gespräch überhaupt zustande kommt. Aber ich bin beharrlich, da können Sie von ausgehen. So, alles Gute. Lassen Sie den Ärger erstmal bei mir. Laden Sie ihn da ab und genießen Sie Ihr Haus und die Familie. Ja. Alles, alles Gute. Ja? Sie hören von mir, ja? Dankeschön. Machen Sie gut. Ja. Tschüss, vielen Dank. Fast täglich ist die Baurretterin in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Vertritt aber auch Bauherren in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Klar fahre ich von Baustelle zu Baustelle, um mir auch ein echtes Bild zu verschaffen. Weil manchmal ist es so, dass die Bauherren ein verzerrtes Bild haben oder die Situation dann sich vor Ort dann doch ganz anders darstellt. Und manchmal muss ich auch trösten. Aber in den allermeisten Fällen geht es darum, Mut zu machen. Mut zu machen, dass man eine gute Lösung findet. In 80% der Fälle erzielt die Juristin eine Einigung zugunsten ihrer Mandanten. Pro Jahr hat sie rund 300 neue Fälle auf dem Tisch. Der nächste Fall führt Manuela Reibold-Rohlinger nach Mainz. Ein Ehepaar hat ihr geschrieben. Der neu verlegte Boden macht nervige Geräusche. Wenn man es zum ersten Mal liest, denkt man, ah ja, der Boden quietscht, ne? Und das sind gerade so Fälle, wo ich mir denke, das möchte ich mir gerne mal anschauen. Was ist es, was die Familie da stört, weil es ist nichts, was abplatzt oder keine Ahnung, nicht ausgeführt wurde oder kommt kein Wasser rein. Das Ehepaar Bauer wohnt im 13. Stock im Stadtteil Mainz-Hechtsheim in einer 80 Quadratmeter Wohnung. Hallo Frau Bauer, grüß Sie. Hallo Herr Berber, grüß Sie. Hallo. So, kommen Sie bitte rein. So. Oh ja. Ja. Das ist so, wie man halt an den Tisch geht. Ja. Ja. Ja, das sind so die Laufspuren, die ganz deutlich, da hat sich das das erste Mal auch gezeigt, draußen im Flur. Ah ja, ich merk's. Ja, ja. Ja, schön auch im Schlafzimmer. Man hat das Gefühl, es liegt irgendwas unter, ne? Aber es ist ja nicht so, ne? Das stimmt nicht. Ja. Aber das ist auch kein Vorhaben. Ja, es ist quasi jeder Boden. Jeder Boden. Ja. Und Sie wissen, was das bedeutet, ne? Wenn der Boden komplett raus muss. Ja. Das ist eine große Aktion. Kann man nicht gut vorstellen. Mhm. Vor 3 Jahren hat das Ehepaar ihre neue Eigentumswohnung renoviert. Dann begannen die Geräusche. Mit Verleger und Hersteller des Bodens haben sie Kontakt aufgenommen. Die Parteien schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Angeblich stehen hier viel zu viele Bücher drauf und zu viele Möbel.
und so. Da war ich im Flur an, wo gar keine Möbel stehen. Und das fanden wir schon als Laien irgendwo. Da habe ich gesagt, okay, dann sollen sie ein Schild an ihren Boden dran schreiben, nur zum Angucken, aber nicht zum Benutzen. Naja. Das ist ganz typisch, ne, dass der Hersteller sagt, das hat der Handwerker falsch verlegt. Und der Handwerker sagt, da stimmt was mit dem Material nicht. Das ist typische, ne? Pattsituation. Ja. Ja. Ich glaube, da kommen wir um so eine Begutachtung nicht drum rum. Ja? Sicherlich. Ja, das wir müssen halt jetzt erstmal rausfinden, was ist die Ursache für diese Geräusche. Ja. Die sind auf keinen Fall in Ordnung, können Sie nicht so hinnehmen. Sie haben die Leistung abgenommen. Das heißt, Sie sind in der Beweislast. Ja. Das heißt, auch Sie zahlen jetzt erstmal das Gutachten. Das ist leider so. Ja? Na gut. Okay. Ein außergerichtliches Gutachten kostet etwa 1.500 Euro, kann bei größerem Aufwand aber auch teurer sein. Die Kosten bezahlen die Eheleute gern. Sehen Sie? Ja. Hier, da. Stimmt. Als Knarzen, was auf die Nerven geht. Ganz einfach. Ja, und es geht ja nicht weg. Das also wird ja schlimmer. Ist, wenn man sagen würde, ja, irgendwann legt sich das, aber... Das wird ja schlimmer. Wird schlimmer. Ja. Und von daher... Unser Schwiegersohn und unsere Tochter, die haben zwar mal gesagt, ach, das hört sich doch ganz nett an, wie in so einem alten, verwunschenen Schloss. Und ich habe gesagt, okay, das kann in einem alten, verwunschenen Schloss schön sein, mit knarzenden Dielen, aber nicht in einer neu renovierten Wohnung. Wir haben die Wohnung gekauft als Alterswohnsitz praktisch und das soll alles schön sein. Und das soll auch alles funktionieren. Und man bezahlt ja auch gutes Geld dafür. Ja. 5.000 Euro hat der neue Boden gekostet. Das Ziel der Baurechtsanwältin bei all ihren Fällen? Außergerichtliche Einigungen. Das spart ihren Mandanten Zeit, Nerven und Geld. Mein Wunschergebnis wäre natürlich eine Einigung, je nachdem wer verantwortlich ist, und komplette Erneuerung und natürlich auch die Folgekosten, die zu erstatten sind. Wenn Sie hier alles wieder ausräumen, Sie haben es mir gerade erzählt, 200 Kisten aus- und wieder einpacken und umgekehrt. Das ist auch Ihnen nicht zumutbar, dass Sie das wieder machen müssen. Das schaffe ich auch einfach deswegen nicht mehr. Haben wir das damals ich überlege mir immer zuerst, was nutzt dem Bauherrn in dieser Situation konkret jetzt, was muss ich veranlassen? Also aus all dem Blumenstrauß, den ich habe als Juristin, um tätig zu werden. Ich habe immer auch diesen menschlichen Aspekt. Manchmal ist es einfach auch nicht klug zu klagen. Manchmal muss man auch sagen, das macht jetzt keinen Sinn, ob Sie jetzt diese 3.000 Euro noch durchsetzen. Oder wenn man sich vergleicht, haben Sie am Ende höhere Kosten als ein Benefit aus dem Klageverfahren. Und das finde ich sehr schade, dass das oft auch an den Anwälten scheitert, eine vernünftige Lösung zu finden. Da muss auch meine Berufsgruppe vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Ich finde es schöner, wenn Anwälte sich nicht auf dieses hohe Ross setzen, sondern sagen, hey, wir müssen hier eine Lebenssituation klären, die einen juristischen Hintergrund hat. Aber der Mensch muss im Vordergrund stehen. Das ist die Aufgabe für uns. Einige Wochen später in Bodenheim. Hier lebt und arbeitet Manuela Reibold-Rohlinger. Ein Großteil ihres Jobs ist Büroarbeit. Telefonate, Briefe, E-Mails. Auch Erstberatungsgespräche mit Mandanten. Eine Sache klären, bitte. Ja. Mit 20 Jahren begann die heute 54-Jährige ihr Studium der Rechtswissenschaften in Mainz. Nach ihrem Abschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Volljuristin bei der Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidium. Super, gut, machen wir. Dankeschön. Ihre eigene Kanzlei gründete die Rechtsanwältin vor 26 Jahren. Manchmal brauche ich so Motivation und eine Besinnung auf das, was mir wichtig ist. Die Eule, das ist die Weisheit, die ich natürlich brauche für meinen Job. Die Lampe hier, man sieht, es schwebt. Das ist die Leichtigkeit, die ich in diesem Beruf unbedingt brauche, um gut arbeiten zu können. Und natürlich auch Spaß bei der Arbeit. Das ist wichtig. Vor einer Woche war die Baurechtsanwältin bei Familie Schütz in Mörsfeld. Die tragenden Holzbauteile ihres Wintergartens verfaulen und müssen ausgetauscht werden. Das würde rund 30.000 Euro kosten. Für das Rentner-Ehepaar nicht zu stemmen. Heute hat die Bauretterin einen Telefontermin mit der Fertighausfirma. Reibold Rohlinger, einen schönen guten Tag. Ich rufe an im Bauvorhaben Schütz. Also ich habe mir jetzt gemeinsam mit einem Gutachter die feuchte Schäden angeschaut und die sind wirklich erheblich. Und der Gutachter geht auch davon aus, dass die Statik beeinträchtigt ist. Ja, richtig. Ja, das hat der Gutachter auch bestätigt, dass die Ursache der Feuchtigkeit daran liegt, dass offenkundig der Anschluss außen am Gebäude nicht in Ordnung war.
Stimmt, Sie haben nur das Haus geliefert, genau. Ja, okay, das ist natürlich dann für mich auch die Frage als Juristin, die muss ich mir stellen. Haben Sie gegebenenfalls eine Pflicht, darauf hinzuweisen? Den Fehler beim Bau der Außenanlagen haben die Bauherren selbst gemacht. Deswegen ist eine Klage gegen den Fertighaushersteller nicht sinnvoll. Vielen Dank. Tschüss. Es dürfte schwer sein, diese Nebenpflicht tatsächlich auch gerichtlich durchzukämpfen. Ich hoffe natürlich auf eine Kulanzregelung oder eine gemeinsame Lösung. Bin erstmal froh, dass es überhaupt möglich ist, dass sich die Firma nochmal mit dem Fall befasst. Aber ich bin skeptisch, ob das wirklich klappt. Manuela Reibold-Rohlinger erlebt oft, dass Bauherren schlecht vorbereitet in den Hausbau starten. Das habe ich noch nicht rausgefunden, warum die Menschen so, ach, das wird schon, das geht schon gut, an den Tag legen. Sie bezahlen in der Regel viel zu früh. Sie unterschreiben Verträge, die sie nicht verstanden haben. Sie sehen blindes Vertrauen. Ach, der war so nett, da unterschreibe ich mal. Ja? Sie lassen sich nicht begleiten durch einen Gutachter. Zum Beispiel Familie Schütz. Ja? Wenn die begleitet gewesen wäre durch einen Gutachter, hätte man dafür sorgen können, dass diese Anschlussstellen am Gebäude anders ausgeführt werden. Ja? Und vor allen Dingen ja, auch dieses kleine Geld auszugeben, die Verträge vorher prüfen zu lassen, weil viele Verträge sind der Grund des Streits. Selbst wenn der Bauunternehmer verantwortlich ist, oft setzen die Firmen auf eine Zermürbungstaktik. Geht ein Fall vor Gericht, dauert die Klärung meist Jahre. Für die Betroffenen eine große Belastung. Mein emotionalster Fall war der Freitod einer Mandantin, die mir ja, im Grunde, wenn man es später liest in den Akten, denkt man, mein Gott, vielleicht hätte ich was merken können. Ja, aber die stand so unter dem Druck eines gerichtlichen Verfahrens, war alleine erziehend, ja, mit mehreren Kindern und ja, der Unternehmer hat nicht fertig gebaut, hat erhebliche Mängel hinterlassen. Und sie hat mir auch einen Tag vor ihrem Tod hat sie mir noch eine Mail geschrieben, dass sie weiterkämpfen will und dass sie für ihre Kinder da sein will. Und in den Zwischentönen hätte man vielleicht merken können, da ist irgendwas. Ich habe mir das wirklich vorgeworfen und ich habe wirklich überlegt, ob ich es hätte verhindern können. Natürlich ist das Quatsch, aber in dem Moment, wenn man so nah ist am Mandant und in der Zeit, wenn man gerichtlich ein Verfahren führt, ist man einfach mit dem Mandanten ein Team. Und da fühlt man sich ihm einfach auch verantwortlich. Es hat mich sehr belastet. Auch der neue Header funktioniert gut. Wir haben jetzt das eingebaut, dass die Leute direkt von Anfang an sehen, aha, wo bin ich hier, was bekomme ich, wenn ich mich dafür registriere. Damit die Baurechtsanwältin erst gar nicht gebraucht wird, arbeitet Manuela Reibold-Rohlinger mit ihrem Sohn Felix an einer Art Führerschein für Bauherren. Die Webseite soll Laien über die wichtigsten Basics des Hausbaus informieren und eine Erstberatung beim Anwalt unnötig machen. Felix ist für das Marketing verantwortlich. Zu seiner Mutter schaut er auf. Sie ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. Und sie verfolgt immer ihre Ziele und sie weiß auch, wie sie zu den Zielen hinkommt. Sie sagt auch immer, Glück kann man nicht sehen, aber greifen. Und ich finde, das gibt sie mir auch immer mit. Also man kann was tun für sein Glück und wenn man zielstrebig und ehrgeizig ist, dann erreicht man das auch. Doch nicht immer kann die Bauretterin ihren Mandanten helfen. Zurück in Mörsfeld. Hier verfaulen die tragenden Holzbauteile am Fertighaus der Familie Schütz. Die außergerichtliche Einigung ist gescheitert. Das ältere Ehepaar hat keine Rechtsschutzversicherung. Der Ausgang einer Klage wäre ungewiss. Doch die Reparatur ist teuer. Die Instandhaltungskosten, auch der Aufwand, der da jetzt in irgendeiner Form anfallen wird, ist halt einfach ein Faktor, weil meine Eltern sind in Rente und 30.000, 40.000 Euro, die man dann aus eigener Tasche da finanzieren müsste, sind halt schon ein Brocken dann in dem Zusammenhang. Deswegen werden die beiden Söhne erst einmal finanziell einspringen müssen, damit ihre Eltern im Haus bleiben können. Einige Wochen später. Manuela Reibold-Rohlinger bei einem Vorortbesuch in Hennef an der Sieg. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Reibold-Rohlinger. Hallo. Grüß Sie. Die Eheleute Vera Maria Gerling und André Walter haben sich ihr Traumhaus gebaut. Mit Traumpool im Keller des Hauses. Wow, das könnte richtig schön sein hier für Sie, ne? Der Pool ist allerdings unbenutzbar. An den Wasserdüsen bilden sich Risse. So. Ah ja, natürlich. Alles ja eindeutig. Ja.
Also, es sieht ein bisschen so aus, als wären sie zu fest. Genau, Spannung bekommen. Ja, ne? Ja, ja. Dadurch sind die Risse entstanden. Genau. Aber das ist ja überall. Hier ja, auch. Ja, ja. Doch das ist nicht alles. Der nächste Mangel? Die Treppe in den Pool. Wenn Sie sich die mal von der Seite angucken können. Mhm. Das ist keine originale Riviera-Pool-Treppe. Die ist irgendwie gebastelt worden. Man sieht es hier. Hier ist geschnitten worden, noch nicht mal sauber akkurat geschnitten. Wenn Sie das sehen, so zickzack. Also hier sieht man dann auch, dass die Abstände zur Wand nicht immer die gleichen sind. Hier in dem Bereich ist man, ich sag mal, fast gleich, aber alles andere klafft irgendwo auseinander. Okay. Und wenn Sie die untere Position sehen, wenn wir ein bisschen, wir haben auch oben noch die Bilder dazu, das sieht auch wenig professionell aus, wie die Haltepunkte fixiert worden sind. Weil wir hatten den Verdacht, dass natürlich Schmutzpartikel unternimmt. Wir haben also im Prinzip jeden Morgen, wenn man hier reinkam, haben wir irgendwelche Wollmäuse gesehen, die im Wasser auf dem Boden rumsausten. Ganzen Pool verteilt. Die immer wieder auftauchen. Problem Nummer 3. Die Wasserdüsen werden durch Pumpen angetrieben. In diesen Schächten. Und die standen vor kurzem komplett unter Wasser. Okay, bis wohin stand denn das Wasser hier? Ungefähr von der Oberkante gesehen 57 cm. Was? Ja. Also von der Oberkante nach unten gewesen, ne? Da war der Wasserspiegel. 57. Und da ist die Voll, da ist ja die, ist der Strom. Ja. Oh, ja. Mein lieber Scholli, es ist ja halt schon ein Luxusproblem in Anführungszeichen, weil es ein Pool ist, ne? Aber das ist gefährlich, ne? Auch für die Bewohner des Hauses und sowas Verstecktes, ne? Man denkt ja nicht. Man sieht von außen sieht alles gut aus. Und ich weiß nicht, wie der Strom seinen Weg sucht. Stellen Sie sich mal vor, der FI hätte nicht funktioniert. Das ist jemand im Pool. Das ist ja lebensgefährlich. Und das, sowas geht gar nicht. Und man muss eben als Poolbauer alle ja, Risiken ausschließen können. Weil es geht um Leben und Tod. Punkt. Fachanwälte wie Manuela Reibold-Rohlinger werden meist nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bezahlt. Außergerichtlich fallen bei zum Beispiel 25.000 Euro Streitwert bis zu 2.500 Euro Honorar an. Für das Ehepaar ist der Ärger um den Pool eine große Belastung. Zumal ich die Stents bekommen habe vor 5 Jahren und das Ganze riecht mich auf. Am liebsten ging ich gar nicht mehr hier in den Raum. Hätten wir gar nicht mehr angepackt, zugemacht und ja, fertig. Nee, das macht mich schon sehr... Sag mal, krank und ich muss aufpassen. Der Arzt sagt, regen sich bloß nicht zu viel auf, nicht, dass sie einen Herzinfarkt bekommen und das Ganze nicht überleben. Die Aufregung ist verständlich. Bei 168.000 Euro Gesamtkosten inklusive Ausstattung und Außenbereich. Wir haben überhaupt keine Freude. Mein Mann und ich, wir ziehen auch wieder zurück ins alte Haus. Unser Sohn kann hier, wenn er möchte, wohnen bleiben. Aber am liebsten, sage ich ganz ehrlich, würde ich das Ganze verkaufen. Also ich muss sagen, ich würde es nicht nochmal machen, ich bereue es. Also von Anfang an gab es ja nur Probleme hier mit dem Bau, da können wir einen Roman schreiben. Wie bei den meisten größeren Schäden am Bau blieben auch in diesem Fall Klärungsversuche der Bauherren erfolglos. Aus diesem Grund haben die Eheleute Manuela Reibold-Rohlinger eingeschaltet. Und die hat für heute einen Termin mit einem gerichtlich bestellten Gutachter erwirkt. Es ist ja ein Gerichtstermin. Der Gutachter ist quasi der Vertreter des Richters und der führt diese Verhandlung. Und wichtig ist, dass Sie die Mängel einzeln zeigen können. Im Vorfeld des Termins hat die Baurechtsanwältin einen Katalog mit Fragen und Mängeln erstellt. Der Gutachter wird's klar. Diese wird der Gutachter in wenigen Minuten in Augenschein nehmen. Informationen abfragen. Was sind die Ursachen der Rissbildung? Ist eine Mängelbeseitigung durch Neubeschichtung möglich. Wir haben hier gleich einen Termin im selbstständigen Beweisverfahren. Das war vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren noch eine sehr schnelle Möglichkeit, Tatsachen festzustellen und dann nach dieser Feststellung mit der Gegenpartei eine außergerichtliche Lösung zu finden. Leider haben sich diese Beweisverfahren so verändert, dass sie zum Teil mehrere Jahre dauern und darum von mir gar kein so beliebtes Instrument ist. Das selbstständige Beweisverfahren ist der sicherste Weg. Das muss ein Anwalt ja auch immer auf dem Schirm haben, ganz klar. Und dort wird gerichtsfest festgestellt, was Sache ist. Diese Lichtbilder, die Sie hier haben, die sind sehr, sehr wichtig, ne? Weil
Diese Bilder von der Havarie, die brauchen wir auf jeden Fall, damit er sich das ein Bild machen kann, wie es dort aussah. Von dem Verfahren erhoffen sich die Eheleute endlich Klarheit über die Schäden in und um ihren Pool. Der Poolbauer ist sich keiner Schuld bewusst. Also muss man mal sagen, dass dieser Pool und alles drumherum von Anfang an unter einem schlechten Stern stand. Nee, zwei müssen es sein. Es ist keine Ausnahme, dass die Handwerker immer wieder versuchen, Ausflüchte zu finden. Das muss ich ganz klar sagen. Wir wären nicht so oft im Streit mit den Handwerkern, wenn da mal eine andere Fehlerkultur herrschen würde, wenn man sagt, okay, das habe ich falsch gemacht und ich bring's in Ordnung. Dafür hat er ja sein Mängelbeseitigungsrecht. Da beginnt diese Fehlerkultur, die Angst davor, Fehler zu machen. Und das zieht sich ins Berufsleben und in das Miteinander. Das ist ein gesellschaftliches Problem, ganz klar. Bei dem Gerichtstermin darf das Kamerateam nicht dabei sein. Ein Ergebnis ist innerhalb der nächsten Monate nicht zu erwarten. Wieder zurück in Bodenheim. Mehrere Wochen sind vergangen, seitdem Manuela Reibold-Rohlinger wegen des knarzenden Bodens in Mainz-Hechtsheim unterwegs war. Heute kämpft die Bauretterin um eine außergerichtliche Einigung. Wir haben hier einen Anwaltsgespräch. Wir werden einen Vergleich anstreben und eben ohne Rechtsstreit das hier beenden wollen. Ich bin immer so ein bisschen aufgeregt, ne, weil man nicht weiß, ob es funktioniert. Weil der Wunsch ist natürlich schon, das gerichtliche Verfahren zu verhindern. Ja, und mal schauen, wie es läuft. Ja, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz, ja? In diesem Fall ist der Handwerker, der den Boden verlegt hat, gesprächsbereit. Er kommt samt Anwalt. Mit dabei auch die Eheleute Bauer. Aufgrund der vertraglichen Situation sind wir natürlich verpflichtet, Sie in die Pflicht zu nehmen, weil wir mit dem Hersteller keinen Streit haben können, beziehungsweise wir können mit denen streiten, aber wir haben mit denen keinen Vertrag. Sie haben das Gutachten einholen lassen, ja. Wir haben jetzt Klarheit. Die Ursache ist klar, es liegt am Material. Und jetzt müssen wir gemeinsam, und ich finde es ganz großartig, dass Sie alle hier sind, eine Lösung finden. Der neue Boden hat ursprünglich 5.000 Euro gekostet, macht aber permanent knarzende Geräusche. Uns geht es darum, dass der Schaden behoben wird. Und die Frage ist, wie kann man sich da jetzt einigen? Wie kann sowas funktionieren? Da hatten wir ja auch angeboten, dass der Herr Rössler das in Regie, sage ich jetzt mal, übernimmt. Wenn da einer kommt, muss es ein Fachunternehmer sein, weil wenn was kaputt geht während des Auf- und Abbaus, da muss dafür auch gehaftet werden. Ne? Das Problem für den Handwerker? Als direkter Vertragspartner muss er für die Beseitigung des Mangels vollumfänglich aufkommen. Obwohl ein Gutachten nachgewiesen hat, dass er keinen Fehler gemacht hat. Also, dass man häufiger mal solche Gespräche führt. Nur sein Problem ist, dass er wie ein Sandwich ja da bepackt ist. Das heißt, auf der einen Seite kommt die Familie Bauer und sagt, lieber Handwerker, hier bei mir hast du zwar einen Boden verlegt, aber der Boden hat Mängel. Und auf der anderen Seite steht ja sein Lieferant. Ja, der eventuell auch in der Haftung steht. Ja. Aber der Lieferant sagt auch erstmal zu ihm, ich habe mit dir zwar ein Vertragsverhältnis, aber weise mir mal nach, dass das Ganze an dem von uns gelieferten Material liegt. Für den Handwerker ist das ärgerlich. Das hätten Sie gar nicht organisiert. Es wird einfach nur abgewiesen, von wegen, es wäre ein Verlegefehler, ohne viel Aufwand zu machen. Machen Sie nicht. Deswegen habe ich mir einen Gutachter genommen, um selber zu wissen, ist das ein Fehler von mir oder nicht? Ja. Und es war definitiv kein Fehler von mir, sondern es ist einfach ein Herstellungsproblem. Und dann bleibt man halt auf die Kosten sitzen. Denn sich auf einen langen Rechtsstreit mit Lieferant und Hersteller einzulassen, lohnt sich für den Handwerker nicht. In erster Linie die Stunden, die ich habe. Ja, also ich habe das alles mal ausfertigen lassen. Das ist jetzt der. Für Familie Bauer ist der Streit mit der Unterschrift unter dem Vergleich erfolgreich beigelegt. Sie bekommen kostenlos einen neuen Boden. Also mir fällt ein Stein vom Herzen, muss ich schon sagen. Ja. Also wir dachten nämlich, wir müssten ausziehen, wir müssten dann irgendwo ins Hotel gehen. Und auch Manuela Reibold-Rohlinger bringt wieder einen Fall erfolgreich und ohne Gericht zu Ende. Das klappt nicht immer, aber die Bauretterin versucht, sich auch in schwierigen Situationen nie die gute Laune nehmen zu lassen. Danke, dass Sie hier waren und dass es so gut geklappt hat. Dankeschön. Ja. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.